Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Trading-Tipp und ich hoffe, ihr habt alle in Afrika-Spieler investiert. Das ist ja schon eine Weile her, ungefähr vor 2-3 Wochen haben wir ja alle in Afrika-Spieler investiert und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr mit investiert habt, denn jetzt macht ihr einen tollen Gewinn. Und zwar ist jetzt endlich eine Squad-Building-Challenge zum Afrika-Cup rausgekommen und zwar zum Team des Turniers aus Afrika. Da gehen wir einfach mal drauf und wenn man diese abschließt, dann bekommt man einen Spieler aus dem Team des Turniers vom Afrika Cup und da könnte dann zum Beispiel ein Yaya Touré drinnen sein. Und ja, hier sehen wir eben dann die ganzen Nationen sozusagen. Hier Burkina Faso, Kamerun, Senegal, Tunesien, Kongo, Marokko, Ghana und Ägypten. Gut, ihr schaut jetzt einfach in euren Verein nach und verkauft eure Burkina Faso-Spieler, Kamerun-Spieler und so weiter und so fort. Also alle 8 Nationen, die hier aufgelistet sind, verkauft ihr jetzt. Und zwar wirklich jetzt. Ihr könnt sie auch gerne in einer Stunde oder so verkaufen, aber nicht erst in 3 oder 4 Tagen. Das muss wirklich jetzt dann bald passieren, denn jetzt sind die Spieler gerade extrem viel wert. Hier ein Beispiel, Burkina Faso. Ich zeige euch das Ganze mal. Also ich werde die jetzt auch in 10 Minuten oder so verkaufen, wenn ich dann im Stream wieder bin. Ja, Preisvergleich gehen wir einfach mal drauf und da sehen wir, wow, der ist ja richtig, richtig viel wert. Der ist einfach mal so über, ja, 2.000-3.000 Münzen wert. Und den haben wir einfach für 1.650 Münzen gekauft. Also da machen wir schon einen richtig, richtig guten Gewinn. Bedimo ist auch ein ganz gutes Beispiel, den haben wir für 750 gekauft. Und der liegt einfach mal bei über 4.000 Münzen. Jungs, da haben wir unsere Coins einfach mal verfünffacht. Über verfünffacht. Das ist unfassbar, was wir hier für einen Gewinn machen. Also an alle, die gesagt haben, ja, in Afrika Spieler investieren bringt nichts. Bitteschön, da habt ihr den Beweis, dass es etwas bringt. Und ja, deswegen würde ich euch allen raten, eure Spieler jetzt zu verkaufen von diesen Nationen, die hier aufgelistet sind. Also geht in euren Verein rein, sucht diese Nationen, verkauft diese Spieler und holt euch die Coins ab. Und ja, Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, der Trading-Tipp hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, lasst den Daumen nach oben da. Checkt gerne noch die Videobeschreibung ab. Und dann war's das mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.